kleinen, schmächtigen, alles dünn und dann so einen richtig breiten Hintern. Wie bei Korean SOTF immer. Nee, so sehe ich jetzt zwar nicht aus, werdet ihr gleich sehen, aber ja. Ich sag dann einfach mal willkommen zurück zu den Arknomaden. Die Leute im Stream sehen es. Ich war die letzten zwei Male nicht dabei, dann kam das Update von den Arknomaden. Jetzt ist Primitive Plus, meine ich natürlich, die Mod offiziell und der alte Spielstand funktioniert nicht mehr. Moment, Digga. Was anderes? Habt ihr oben in der Ecke auch die Karte? Ah, die sieht jetzt mal ganz anders aus. Das ja, ist schon die richtige. Das ist das Redwood-Video. Ja, ich sehe es gerade. Das ist schon die richtige. Also links ist immer noch diese schwebende Insel. Aber what the fuck ist das da unten groß? So, wir hatten uns geeinigt, dass wir wo? Tropical Island South anfangen. Habe ich das richtig im Kopf? Richtig. Und dem verfluchten, das verfluchte Nutella. Wie heißen die eigentlich? Heißen die ganz? Das verfluchte Nutella, ja. Denen erstmal nichts tun, sondern beide versuchen einen guten Start zu kriegen. So, neuen Überlebenden erstellen letztendlich. Dann alle groß und stark. Toll, ich bin da, wo der Kanu uns das letzte Mal bei der ersten Session zerlegt hat. Ich gucke in das Licht, das ist kein guter Anfang. Ich bin versehentlich einfach random gespawnt. Ich bin genau da, wo ich eigentlich sozusagen hin wollte. Ich glaube, ich bin an dem, wie heißt das Ding? Bucht, Atoll, Dingensgebumse, glaube ich heißt das. Da bin ich gespawnt. Also ich fühle mich hier mit meinem Spawnpunkt erstmal sehr wohl. Ich sehe nur freundliche Dinos oder Angsthasen in der Nähe. Also wir wollten uns in der Bucht treffen oder also anfangen. Ist prinzipiell kein schlechter Spawnpunkt und man findet ihn einfach, oder? Also ich bin auf der, wenn man zum Land schaut, linken Seite der Bucht. Also am unteren Ausläufer. Ich werde der erste tot sein. Also ich wahrscheinlich. Bin aktuell auf dem Weg zum südlichen Ende. Was brauche ich denn noch? Stroh. Warum kommt da so wenig Stroh raus? Sag mal, lieber Koya, hast du an den Einstellungen getreten? Es kommt weniger raus? Oh, hallo Schildkröte. Du bist ja eine hübsche Schildkröte. Sag sie. Das ist eine echt hübsche Schildkröte. Roter Panzer, rote Mütze und komplett grün ansonsten. Die ist echt hübsch. Die ist ja niedlich. Willst du bei uns mitspielen? Okay, jetzt kann ich. So. Sag mal, willst du bei uns mitspielen? Du dürftest mir freiwillig hinterherlaufen. So lange, bis ich eine Slingshot habe. Und mehr Leute da sind. Dann läufst du nicht mehr ganz so freiwillig hinter uns her. Saus. Saus bitte, genau. Vor allem Tropical Island, nicht Jungle. Was anderes können wir direkt am Anfang jetzt, bevor alle da, anfangen zu lernen mit Engrammpunkten, uns absprechen, wer was macht. Ich weiß jetzt nicht, wer es vorhin alles mitbekommen hat. Wir hatten gesagt, immer zwei Leute das gleiche, also zwei Great Leute Rank Baumeister, zwei Leute Klamotten, zwei Leute Waffen, sodass ein Backup da ist. Von wo ist Great Dragon? Great Dragon? Keine Dauerlösung. Der hat mich gerade zerlegt. Oh, wer steht denn da vorne? Wer ist das? Ich schleiche mich mal an. Wer bist du? Ich bin's scheinbar nicht. Ich sehe nichts, was Farmer Boy! Ach da. hat jemand schon einen Treib gegründet? Das mache ich jetzt einfach mal. Ich wollte schon sagen, wie heißen wir denn? Ich bin ja so doof. Heldentod. Neuen Stamm gründen. So, jetzt ist der Typ weggerannt. Wo ist er denn jetzt? Ich glaube, hinter dem Stein hast du dich jetzt versteckt. Am nächsten Baum bin ich. Hier sind so viele Bäume. Es wurde gesagt, es werden keine Neugespawnten gekillt. Und was ist? Ich spawn, bin noch in der Animation, der kommt an und killt mich. Ich glaube, ich habe dich eingeladen. Das ist eine ausdrückliche Regel. Habe ich dich eingeladen? Nee, ich lade dich nochmal ein. Nee, ich. Achso, okay. Bin drin. Ach, gut. Setz dich gleich mal auf Admin. Ja, ich setz dich sofort auf. Wie waren eigentlich die Kurztaste? Ich gehe immer übers Menü in die Standverwaltung. L, danke. Mitglied zu Admin befördern. Bitteschön. Dankeschön. Auf welcher Seite der Bucht seid ihr? Wenn man in das Landesinnere schaut, links. Rennt gerade einer von euch einen Berg hoch? Gott, Feuerstein. Und wird von Didos verfolgt? Auf der rechten Seite ist ein Kanu, Leute.
Inno, hast du den Ventilator gedreht? Ja. Ah, okay. Soll ich ihn ausmachen? Naja, ausmachen möchte ich jetzt nicht verlangen, dann wird's viel zu warm hier. Dachgeschosswohnung und so, also das ist. Ich verlange ja teilweise viel von dir, aber das bringe ich nicht übers Herz. Oh, ich sehe da einen Spieler. Inno wird sich wahrscheinlich eh kaputt der lachen, wenn sie mich das erste Mal sieht. Verkloppt wird. Oder der Spieler verkloppt den Raptor. Nee, der Raptor hat den Spieler gefressen. Braver Raptor. Also zumindest, wenn es ein fremder Spieler war. La 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 la. Es fehlten mir noch Fasern. Ich muss mal Fasern sammeln. Ja, neuer Start, neues Glück. Diesmal mit ein bisschen mehr Planung und dann machen wir die YouTuber platt. Ist doch unser abgesprochenes Ziel aktuell, oder? Das ist der Plan. Oh, der hat Great Dragon zerlegt. Great Dragon war von? Keine Dauerlösung? Ah ja, doch. Ja, unten. Der hat mich gerade eben gekillt. Braver Raptor. Ganz brav. Feier. Zähm ihn und nenn ihn fein. Ja. Ne, wir wollten ja erstmal nicht so viel zähmen. Wir wollten jetzt erstmal wirklich extrem Leveling spielen hier. Was fehlt mir jetzt? Holz. Gut, mir fehlt Holz. Da. Wer ist das? Ich sehe da jemand mit Möpis. Ein Wolfi. Hallo Wolfi. Hallo Wolfi. Wolfi ist vom verfluchten Nutella, also tun wir dem Wolfi nix. Ich glaube, ich. Ne, da ist ein Dilo. Wo seid ihr? Ich sehe euch. Lad mich mal ein. Lad mich ein. Nicht hauen, einladen. Wo bist du? Ach, da. Habe ich dich gehauen? Tut mir leid. Habe ich Kampfmusik, weil ich dich gehauen habe? Ja. Yeah. Dann komm mal in den Tribe, vielleicht hört sie dann auf. Nicht mehr. Ja, ich war halt am Basteln. Was bist denn du da vorne, ein Affe? Seid ihr am äußersten Zipfel oder wie? Nein, quasi Nähe. Am Anfang der Bucht. Ja, eher am Anfang. Weil hier hat's Bäume. Boom. Ich sehe euch nicht. Blicke was du nicht blickst und das hat einen vertikalen Stamm. Und du bist am südlichen Ende der Bucht. Das sieht mit dem Redwood-Biom geil aus. Ach, jetzt habe ich das falsche Ding gelernt. Ich bin so doof manchmal, egal. Ich höre einen Spieler. Also nochmal, wer lernt jetzt was? Nessa, gab's da schon Absprachen? Ja, das sollten wir jetzt mal erklären. Erstmal am Anfang jeder alle. Na, eben nicht. Naja, was willst du denn jetzt hier noch groß? Ist ja keine Spezialisierung. Ja, aber ich würde es gerne am Anfang klären, bevor wir dann wieder ein Problem haben. Also, wer will Baumeistern? Ich. Dann haben wir ich. Gut, also Goldschweif und Farmerboy, habe ich das richtig? Jo. Ja. Von der Stimme her, ihr macht die Baumeister, gut. Inoline wahrscheinlich wieder Klamotten. Ja. Wird dann auch noch Waffen dazu nehmen. Ja, und Klamotten musste ich letztes Mal machen. Dann mache ich auch noch Waffen, Klamotten dann, oder was auch immer das. Gut, dann was mache ich dann? Dann mache ich primär Waffen. Wahrscheinlich. Was bin ich denn jetzt so überladen? Was habe ich denn viel zu viel? Ah, Holz. Drop da mal die Hälfte. War das die Hälfte? Das war alles, egal. Hab noch genug. So. Eine kleine Frage, wo zum Teufel seid ihr? An der Bucht. Wenn man auf die Insel drauf schaut, links und da ganz am Anfang. Okay, da war ich gerade eben, da war niemand. Doch, wir sind in Sichtweite des Ufers. Du bist auf der südlichen Insel. Ja. Da wo diese, also auf dieser Halbmondöffnung. An der Seite bin ich, ja. Genau. Wenn man die Insel anguckt, auf der linken Seite, man kann prima aufs Redwood-Biom gucken. Ja. Kann man? Da habe ich noch gar nicht hingeguckt. Sieht man das echt von hier aus? Jo. Ja, das Redwood-Biom ist neu hier, das kenne ich noch nicht. Und da sind leuchtende Pilze. Riesenmammutbäume, wo du drauf bauen kannst. Ja, aber wir dürfen ja nicht bauen. Also, außer du kriegst so einen Baum zum Laufen. Ja, wir könnten da Felder drauf bauen auf so einer Baumplattform. Die interessieren mich nämlich. Bist du eher am äußeren Strand oder am inneren Strand?
Jetzt bin ich auf dieser Erhebung. Welche Erhebung? Ganz am Anfang, also kurz vor der Steilwand bin ich jetzt. Dann läufst du jetzt mal die Steilwand lang. Wenn also ich sehe von hier übrigens aus wie der Mondinsel. Was? Nein, falsche Richtung. Dann ist ein Kanu, glaube ich, bei euch. Und du hast einen Rechts-Links-Dreher, Kane. Na, wenn man auf die Insel drauf schaut. Von dieser inneren Bucht, da wo wir beim unserem letzten Mal hingesegelt sind. Ja, da haben da wir sogar so auf derselben Bucht, Seite. Die fast komplett umschlossen. Im Prinzip ist da, wo wir standen. Da, wo wir gesammelt ja, haben. Ja, da bin ich jetzt und ich finde euch nicht. Bist du auf einem anderen Server? Nee. Das wäre der Gag schlechthin. Entschuldigung. Der Grey Dragon oder wie er hieß. Ja, den hast du ja auch schon getroffen. Was bist du denn? Ein Dilo! Genau, ja, komm mal hier, fein, Dilo, fein! Genau auf der Innenseite von der Bucht. Ja, ich sehe da Schadenszahlen dahin. Ja, da, ich hau grad ein Dilo. Wirst du ganz schön aufgemischt von dem Dilo? Nein. Oder? Kommt ein Raptor in unsere Richtung, Farmer Boy, hinter dir? Ja, der Raptor hat eben den Great Dragon erlegt. Das heißt, der hat schon Übung, dann müsst ihr aufpassen. Weiß ich, wo ihr seid. Da ist ein Kanu. Wo ist ein Kanu? Musst du an dem Kanu scheinbar nochmal vorbei. Ah, ich sehe euch. Wartet, ich sehe euch. Du siehst uns? Ah, da, ich sehe da wen. Habt ihr Speere? Er springt. Ja, habe ich. Soll ich ein paar fallen lassen? Nee, ob wir den Raptor mal beseitigen. Goldschweif, halt. Ich muss noch welche machen erst. Ich habe keine. Also ich hätte aktuell 7 Stück. Geh dann nochmal die Tribe-Auswahl. Das Inuline ist noch kein Admin. Der Goldschweif ist noch kein Admin. So. Ja, das mal den mal los, ja. Ja. Er kommt sowieso gerade her. Ja, warte. Wollen wir mal. Jetzt hat er wen gesehen, er rennt. Ja, auf mich. Den Farmer Boy zu. Bleib, jetzt renn doch nicht so! Ich will dich hauen, du Arsch! Ah, das ist der weggebracht. Der war wohl schon angeschlagen. So, was nehme ich denn? Das nehme ich, das ist immer gut. Schaut mich an und der Affe, der hat echt Schiss vor mir, hat mich angeschaut und einen fallen lassen. Ja, machen die. Echt? Machen die denn immer Angst, Schiss? Und der hat tatsächlich ja wirklich sofort einen Schiss. So, ich crafte mal ein Lagerfeuer und versteck das hier an diesem Felsen. An dem großen, dass wir da ein bisschen Fleisch durchbraten können. Immerhin. Oh, der Kano guckt schon so. Dann verstecke ich es auf der anderen Seite vom Felsen. Der wird gleich angeschissen kommen. Sollten uns halt langsam in Richtung von ihm wegbewegen. Ach, dann weiß ich, von wem die Schadenszahlen kamen, wenn der Kano in die Richtung der Mondinsel ist. Von so. Irgendeinem Spieler, der den Kano getroffen hat. Da sehe ich. Ach, da ist der Kano. Also ich habe hier ein Feuer angemacht. Da brät auch schon Fleisch. Ich krieg ja, nämlich gerade tatsächlich Hunger. Der Kano guckt schon hungrig. Der kommt in die Richtung hier. Langsam. Aber noch hat er uns zum Glück nicht gesehen. Wie groß ist der Kano? Weiß das einer? Nee. Ich werde es garantiert nicht rausfinden. Womöglich früher als dir lieb ist. Das ist ja das Problem. Erstmal ein paar Bären fressen. Und passt auf, seit dem Patch zerspringen die Steine wieder. Nein, sie zerspringen noch. Wir haben ja festgestellt, es ist einfach ein deutlich älterer Patch-Stunt. Ja. So, ich habe ein bisschen Fleisch, sehr schön. Da hinten ist ein panischer Para, der auf uns zurennt. Warum kann ich hier nicht den Baum pflücken? Jetzt kann ich pflücken. Genau, renn doch mal zum Kano. Sag dem Kano hallo. Feiner Para, sag dem Kano hallo.
Ja, man kann manchmal ganz schön fies sein, wa? Meine Klamotten sind wohl sehr angsterfüllend. Du hast Klamotten? Ich hab dir welche hinfallen lassen, ich hab Farmer bei welche hinfallen lassen, ihr seid davor weggerannt. Das musst du sagen. Auch da, sind das Klamotten? Hosen! Ich kann das anziehen. Ich brauch auch eine Hose. Dann schwingt's nicht mehr so frei, musst da aufpassen. Oh. Entschuldigung. Also der Kanu ist jetzt schon am Lagerfeuer. Ja. Dann hole ich mal das Lagerfeuerkram da schnell raus einfach. Alles nehmen. Zack. Und weg hier. Zweifelsfall. Das Lagerfeuer habe ich jetzt nicht kaputt gemacht. Ja. Aber wisst ihr, wie groß der ist? Das wäre echt interessant, weil wenn er halt nur Level 1 oder 2 ist, würde ich sagen, von allen Seiten drauf und gut ist, ne? Aber... Ich bräuchte Fasern. Dann fange ich an, Slingshots zu bauen. La, 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 la. Faser, 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 10. Der kommt immer näher, sehe ich im Augenwinkel gerade. Ja, wir gehen ja schon gezielt von ihm weg. Also zumindest Teil. Ich hätte eine Slingshot übrig. Ich hätte zwei Slingshots übrig. Der erste Tod ungewiss schon am meisten Health auf dem Server. Oh. Von Mirandes, was? Level 3. Von wem? Ja, von anderer Spieler. Wie, jetzt schon? Ja. Jetzt schon von einem anderen Spieler? Ja. Auch von keiner Dauerlösung. Die sind wohl auch hier auf der Insel dann. Wenn es so viele sind. Aber wo denn? Da läuft sie. Da läuft sie. Wo ist da? Wo warst du? Norden, Osten. Kanu, ja, zum Kanu. Lauf dahin, lauf dahin, lauf dahin. Ah, da hinten rennt jemand mit Speer Richtung Kanu, ja. Das wird nicht mehr lange so sein. Wo ist das Vieh? Wo ist der Kanu, wenn man ihn braucht? Bitte, der kommt jetzt vielleicht irgendwo um die Ecke geschossen und frisst mich. Warte mal kurz, Goldschweif. Hier hast du schon mal was für... Die Hose mache ich auch gerade. Bitteschön. Inu konnte sich das wohl nicht mehr mit angucken, dass wir hier alle so halb nackt rumrennen. Wer fehlt denn uns eigentlich noch? Feuerherz fehlt uns noch. Wo ist der denn? Der installiert noch das Update. Ach ja. Da war was. Dauert noch einen Moment. Wo ist der blöde Kano hin, Leute? Ich meine, nichts dagegen, dass er weg ist, aber... Ach, hat er den Hai in die Hand geschüttelt? Ja, oder ist das da hinten Para oder ein Kano, was da so langsam... Para, ja. Weil das ich bin halt verwirrt, wenn ich was nicht mehr sehe. Oh, ich dachte gerade, der stand hier, aber es war nur ein Dilo. Und der läuft auch noch vor mir weg. Ja, der Kano hat. Nee, ist ein Stein. Kampfmucke? Nicht bei mir. Da unten auch. Oh, Dilo. Goldschweif, okay. Ich bin hier wieder auf der falschen Seite der Insel gespawnt, muss auf rumlaufen. Leute, ich könnte hier ein bisschen Hilfe mit dem Dilo gebrauchen. Ich habe nämlich noch keinen Speer. Warum nicht? Sag doch was, dann lasse ich welche fallen. Also wenn er tot ist, lasse ich welche fallen, okay? Ja, danke. Na komm, ein Stück weg vom Wasser. Zum... Ach, die Pitchforks gehen jetzt doch. Level 5. Oh, Pitchforks, das ist eine gute Idee, die mache ich dann auch gleich. Warte mal, das hätte ich gerne und... Geh weg. Splitten. Habe ich die jetzt gesplittet? Ja. Wo ist denn die Sperre hin? Da. Fallen lassen. Bitteschön. Have fun. Oh, warte mal. Ich lasse noch was fallen, wenn ich gerade dabei bin. Tschack. Da, auch für dich. Sammel mal ein. Hast du schon eine Slingshot, Inu? Nein. Dann lasse ich dir auch eine fallen. Sorry. Ich habe in die falsche Richtung geguckt. Pitchfork, die sollte ich auch mal lernen. Das ist eine sehr gute Idee. Die kann ich sogar bauen. Direkt mal eine bauen. Was fehlt jetzt?
Holz. Ach, da müsst ihr euch doch, kommt ja nur Holz rein in so eine Pitchfork. Ja. Dann lässt sich die ja sogar relativ flott bauen. Oh, der Kanu ist weiter Richtung Landzungenende. Okay. Also, oder da ist ein neuer. Jedenfalls wundere ich mich, wo der eine von eben so plötzlich hin ist. Ich hab. Was, der Kanu oder der Spieler? Para rennt panisch an uns vorbei Kano. Richtung Kanu. Wie blöd. Ne, der hat nach hinten geguckt, der hat das nicht gesehen. So, ich hätte dann auch für jeden eine Pitchfork, wer noch keine hat. Ach, da sehe ich ihn jetzt auch. Ah, ich sterb da wieder. Scheiße, ey. Und Pitchforks habe ich auch. Ich komm nicht bis hin. Scheiß Fliegen hier. Huch. Oh, da war ein Farmer Boy. Wer braucht... Ich war fast bis an der Ecke. Goldschweif? Nee, ich hab Pitchforks auch schon gelernt. Ah, Inu, du auch? Hab ich doch schon. Ah, hast du schon, das okay. Hast du doch gesehen. Ja, Details. Details. Wer Fleisch braucht, ne, ich brat wieder. Wohin mit Stein? Ja, ein Teil behalten, dass wir was schießen können. So, und dann, wo ist denn die Stroh? Seid ihr noch hier an der Steilküste? Ja. Wer will einen Hut? Ich hätte gerne einen Hut. Für euch beide einen. Wo hast du die fallen lassen? Ah, noch nicht. Unter deinen Arsch. Und oh. Hep. Beide gleichzeitig. Und der Spieler ist entkommen, oder? Der mich getötet hat. Ja. Den haben wir nicht mehr gesehen. Der ist einfach abgehauen, ja. Ja, und ich habe ihn dann tot auf der anderen Seite liegen sehen. Der rennt da gerade nackig rum. Ich sehe da gerade einen Mädelshintern wegrennen vor uns. Ja, sie rennt aber weg. Vielleicht war es ja auch einer von Nutella. Das Feuer ist aus. Hat die das Feuer geplündert? Sah gerade eben auch schon aus. Ah, ja, ist auch nichts mehr drin. Dann mach ich's mal kaputt. So. Huch, was bin ich denn jetzt wieder zu schwer? Lalalala, brauchen wir noch nicht. Brauchen wir noch nicht. Ja, die Shared XP haben wir jetzt auch Bescheid. Also, ich sammle schon die ganze Zeit und crafte. Hab bisher noch nicht so viel gecraftet. Ich habe ein bisschen gecraftet, aber ich habe halt gesehen, dass ihr zwei neben mir rumstandet. Ja, ich mache ja Strukturen, darum bei mir geht das dann richtig gut voran. Ja, ich setze Türen, habe ich auch gelernt zum Leveln. Farmer Boy, hier sind Klamotten, falls du willst. Jo, Moment. Inu, die Dame, die uns anzieht. Wo hier? Also bevor ihr Sachen baut, immer kurz umschauen, ob die anderen in der Nähe sind. Oder wenn ihr sie ja, hört, dann passt das natürlich. Ich guck, bevor ich was crafte. Ich glaube, das war letztes Mal echt unser Fehler, den wir gemacht haben, dass, wenn gecraftet wurde, wir sonst wo auseinanderstanden. Wenn wir das diesmal besser machen, dann haben wir einiges gewonnen. Jetzt brauche ich wieder Fiber und Was anderes, ich bin gerade am überlegen, wie groß die Schildkröte da hinten ist. Das gehe ich mir gleich mal angucken. Weil je nachdem wie groß die ist, vielleicht mal so eine Lastenschildkröte schon mal, wenn es was Kleines ja. ist. Und da vorne ist halt eine. Ich muss nur gucken, wenn ich da renne, nicht, dass ich dem Kanu vors Maul flitz. Jo, das wäre schlecht. Weil dann gebe ich mich als Zahnarzt aus. Sollten wir uns vielleicht auch eine Richtung überlegen, in die wir uns gemeinsam beim Bauen bewegen? Level 35 Schildkröte, packen wir die? Also da rennt gerade einer quer. Wo? Also wenn der Kanu jetzt hier hinten weg ist, dann würde ich sagen, weiter in Richtung Bucht zu laufen. Oh, und zwar ziemlich schnell. Den Speed gelevelt haben. Wo rennt einer quer? Ich sehe euch wieder. Also nochmal die Frage, Level 35 Schildkröte, was meint ihr? Geht die schnell? Die braucht lange. Ja, die braucht echt lange. Okay, dann lassen wir die. Seid
wir hin? Ach, da ist... Wer ist da so... Wer ist da so leise? Wer hat da gerade was gesagt? Kann sein, dass ich das war. Ah. Aber sonst hätte ich dich jetzt lauter gemacht, wenn du immer so leise bist, aber jetzt warst du wieder laut. Das hätte ich gerne. Mal ein bisschen näher, dann kann ich gleich für, kann ich gleich mal einen Schwung craften. Ich sehe dich zumindest rennen, also bin ich nicht so weit weg. Ah, das sieht schon heftig aus, dieses Redwood-Biom da, diese riesen Felsen mit Wasserfall. Ja, ich bin da im Singleplayer gespawnt, das sieht echt Hammer da aus, vor allem diese leuchtenden Pilze am Boden. Ja, vielleicht muss ich da... Wir müssen unseren Server mal reparieren, Inu, hä? Und dann machen wir mal kurz Infinite Stats an und gehen eine Runde drüber fliegen, bevor wir weiterspielen. Ja, das würde ich empfehlen. Sightseeing. Kamera nicht vergessen. Was machst denn du hier, Ovi? Ne, also in die Richtung ist auf jeden Fall ein anderer Treib. Ich würde sagen, wir gehen nach hinten weg, wo der Kano herkam. Ich weiß gerade nicht so hundertprozentig, welche Richtung du meinst, leider. Wo der Kano herkam, da müssten wir hingehen. Also ins Innere der Bucht. Also um die Bucht rum. Ich crafte gerade drei Foundations. Ist okay, dann gehen wir langsam in die Richtung. Dass wir uns halt in die Richtung räubern. Dann, ja, heuschrecken wir uns in die Richtung. Du bist überladen. Bitte lasse Türen fallen. Plumps. Türen, dafür muss man noch Türrahmen vorher noch lernen. Und dafür die Wand, wenn ich mich nicht... Nein, die Wand nicht. Türrahmen, Tür, fertig. Also ging recht schnell. So, meine Picke ist kaputt. Einmal fix, bitte. Den Baum denn angehauen? Lalalala. So. Ich habe gerade mal so einen Blick auf die Uhr geschaut. 27 Minuten ist die Aufnahme schon. Das heißt, langsam kommt das hier wieder zu Ende. Ja, das geht immer schneller, als man meint. Ja, wie gesagt, Neustart bei den Ark-Nomaden. Allerdings für alle Stämme, das kommt vor allem mir und Inu entgegen, die beim letzten... zwei Terminen leider extremst verhindert waren. Jo. Wir haben, was das angeht, echt Glück. Kommt eigentlich allen Tribes entgegen, die nicht immer komplett vollzählig waren. Ja. Dementsprechend. Ja, also allen außer den YouTubern. Genau. Ja, die sollen sich mal nicht so anstellen. Dann kriegen sie diesmal vielleicht Gegner, freuen sie sich auch. Wer weiß, die haben sich ja beschwert. Also zumindest hat man es in den Aufnahmen nicht gesehen. Wenn, dann haben die im Offscreen zwischen den Aufnahmen geschummelt. Aber ich hoffe es jetzt mal nicht. Wenn wir das mitkriegen würden, huiuiuiui, dann würde ich die Kiel holen, du. Na, wie dem auch sei, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann vielleicht schon am Floßbau, das wäre ja nicht schlecht. Weil das ist ja so das nächste größere so, jetzt Ziel, ne? Richtig Boost. Ich habe nämlich Boden Foundations gerade gelernt. Okay, viel Spaß.